Hallo, schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Heute zeige ich dir einen leckeren Winterlikör. So einfach, so simpel, aber wirklich mega lecker. Ob nun zu Weihnachten, zu Silvester oder einfach nur für die Winterzeit. Wichtig ist hierbei das Bratapfelgewürz und der Zimt. Viel Spaß beim Nachmachen. Lass gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich. So, ihr Lieben, natürlich möchte ich den probieren. Also jetzt ist er noch warm und ich werde den natürlich auch probieren, wenn er abgekühlt ist. Lecker. Der hat es natürlich in sich, kalorienmäßig, aber dadurch, dass wir zur Weihnachtszeit sowieso alle mehr Kalorien auf uns zu... Quatsch. So, ihr Lieben, ich werde ihn jetzt natürlich auch probieren. Also wenn der abgekühlt ist, ist der sicherlich dicker. Der hat natürlich sehr viel Kalorien, aber er ist mega lecker, echt süß. Ja, aber dadurch, dass wir zur Weihnachtszeit sowieso viel zu viel Kalorien zu uns nehmen, darf es auch sowas sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da. Bis dann. Schöne Weihnachtstage. Was für Mamas Kind.